Oh, dann gehen wir rein. Neues Simplicissimus-Video, wie Saudi-Arabien den Fußball ruiniert. Ich bin sehr gespannt, Chat. Simplicissimus hat in der letzten Zeit einen Blockbuster nach dem anderen rausgehauen. Ich habe mir noch zwei Proteinriegel geholt, die werde ich jetzt nebenbei fatzen, weil ich Hunger habe. The Sons. Dementsprechend genießen wir einfach. Und sobald ich Dinge aufgegessen habe, werde ich dann wieder regelmäßig meinen Senf dazu abgeben. So, sehr geil. Sehr geil. Das ist doch hier dieses komische The Line-Ding, ne? Aber wir gehen erstmal rein. Wir schreiben das Jahr 2034. Die Fußball-WM in Saudi-Arabien. Hä? Wo ist der andere Dude hin, der das immer kommentiert? Das ist ein anderer Sprecher. Hä? Okay. Oh mein Gott. Hilfe. Chat, das kann ich nicht. Das macht mich ja jetzt schon kaputt. No way. Egal. Okay, dran gewöhnen. Sad. Der andere ist krank oder so. Arabien steht an. Du freust dich schon seit Ewigkeiten auf das Turnier. Das erste Mal bist du live vor Ort dabei. Die Atmosphäre ist überwältigend. Spektakuläre Stadien, frenetische Fans aus aller Welt, kostenlose Konzerte und Partys, Restaurants, Boutiquen und Luxusbars. Dein Hotel befindet sich in der spektakulärsten Stadt der Welt. The Line. Einer 170 Kilometer langen Bandstadt am Roten Meer mit 9 Millionen Einwohnern. Sie ist 200 Meter breit und besteht aus zwei 500 Meter hohen Wolkenkratzern, die sich parallel zueinander durch die Wüste ziehen. Hier befinden sich auch einige der modernsten Fußballstadien der Welt. Die Saudi Pro League hat schon vor Jahren zu La Liga und der Premier League aufgeschlossen. Die Bundesliga schwächelt. Saudi-Arabien trumpft mit internationalen Topstars auf. Ja, Simplicissimus sind schon länger zwei, aber gefühlt hat ja der eine mal zu 99% gesprochen, weißt du, wie ich meine? Dementsprechend trotzdem gerade einfach ungewohnt, nicht mehr, nicht weniger. Das ist so bodenlos, was die da alles planen, ne? Blickt da überall Stadien nicht mehr durch. Stadien sind voll, die TV-Übertragungen boomen und die Trikots der SPL verkaufen sich auf der ganzen Welt. Im Auftaktspiel tritt Saudi-Arabien gegen Deutschland an. Du trägst das Trikot deines Lieblingsspielers Erling Haaland. Der läuft seit über 9 Jahren für deinen Lieblingsclub Al-Hilal auf. Schade, dass dein bester Kumpel und sein fester Freund nicht mitkommen konnten. Du überlegst kurz, was dazu zu tweeten, tust es dann aber lieber doch nicht. Saudi-Arabien besiegt Deutschland 1:0. Okay. سوف تكون اللحظة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله هذه حرب السعوديين هذه حربي اللي أخوضها شخصيا ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف في العالم. Das ist der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman. Seit über 5 Jahren zeichnet er. Zu wild. Wenn manche Leute zu viel Macht und zu viel Kohle haben, das ist eine Kombination, die sehr, 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 sehr gefährlich ist. Warum sagen wir immer Saudi-Arabien-Fußball nö? Kaufen dennoch Flüssiggas und verkaufen den Kühen den Rindern. Weil du nie auf alles Einfluss haben kannst. Jeder kann seine Entscheidung für sich selber treffen und jeder kann ganz alleine für sich entscheiden, was er boykottiert, was er akzeptiert und was nicht. Und manche Sachen sind für einen durch eine emotionale Bindung einfacher und, sagen wir es mal so, präsenter, dazu Nein zu sagen und zu sagen, das finde ich scheiße, als irgendwelche Dinge, die im Hintergrund laufen. Na, dass wenn Saudi-Arabien und generell da die Emirate nach und nach den ganzen Fußball kaputt machen und nachhaltig schädigen, dann ist das für jemanden, der Fußballenthusiast ist, 10-mal nahbarer als irgendein Gas, was irgendwo im Hintergrund gekauft, verkauft, geschoben wird oder sonst irgendetwas. Das eine sind leider Gottes, ja, das eine kannst du mit dem anderen nicht aufwägen. Na, und es ist ja nun mal so, jeder ist sich selbst am nächsten. Das heißt, das Leid, was man am meisten spürt, ist das, was einen selber betrifft. Das fängt dann bei Hobbys an und hört bei anderen Dingen natürlich auf. That's it. Ganz einfache Geschichte. Fantastische Bilder eines alles modernen, scheiße, progressiven Saudi-Arabiens. Das Gas kommt in Hamburg mit an. Geld um sich. Billionen das, von Euros fließen habe in spektakuläre Infrastrukturprojekte, erneuerbare Energien, Tourismus und Kultur. Sport und vor allem Fußball spielen dabei eine wichtige Rolle. Kannst du davon ausgehen, dass 95% der Leute wahrscheinlich Rolle mal wissen, wo überhaupt ihr Gas herkommt oder sonst irgendwas, was sich damit keiner beschäftigt. Spanischer Supercup findet erneut in Saudi-Arabien statt. Saudi-Arabien, einziger Bewerber für Fußball-WM 2034. Bin Salmans Plan ist komplex, teuer und riskant. Das Land hatte lange einen Freifahrtschein auf der internationalen Bühne, denn der Westen war lange auf das Öl Saudi-Arabiens angewiesen.
Doch dem Kronprinzen läuft die Zeit davon. Es geht um nichts weniger als seine Macht. Die hängt heute irgendwo zwischen glitzernden Großveranstaltungen, Weltoffenheit und Moderne auf der einen Seite und erzkonservativen, radikalen Werten auf der anderen Seite. Kriegt der Prinz das alles unter einen Hut? Wird er es rechtzeitig schaffen, seine ambitionierten Pläne umzusetzen? Warum investiert er ausgerechnet in Fußball? Und kann man mit Geld wirklich alles kaufen? Es gibt so positive Auswirkungen durch den Kauf der Saudis. Wir lieben es. Die Todesurteile haben sich seit der Machtübernahme des Kronprinzen fast verdoppelt. Ein Spieler nach dem anderen aus den europäischen Top-Ligen konnte nicht widerstehen. Benzema, Neymar, Koulibaly, Mahrez, fast täglich ein millionenschwerer Transferfang auf dem saudischen Beutezug. Was durch diese Investments gekauft wird, ist das Schweigen. Das Problem ist ja, oh Gott, sorry, dass ich gerade am Kauen bin, es tut mir super leid. Das Problem ist, das ist halt so gefühlt, wie soll man das sagen, wie damals die Ritterspiele oder so ein Kram irgendwann in der Vergangenheit. Also wenn du das Volk mit simplen Dingen glücklich machst, dann halten die ihre Schnauze. Also so wirkt es halt für mich, ne? So, du gibst den Leuten schön Fußball, weil Fußball ist mit der beliebteste Sport der Welt. Du holst große Namen dahin, die sind glücklich, die gucken sich das im Stadion an. Der Rest, der im Hintergrund passiert, juckt die wenigsten. Und dann ist alles gut und dann kannst du deinen Stiefel durchziehen. Alles eine Katastrophe. Alles eine Katastrophe. Mohammed bin Salman gilt als de facto Herrscher über das autokratische Königreich Saudi-Arabien. Er ist zwar noch nicht König, steuert und kontrolliert aber schon heute die Politik in dem Land. Er ist nicht nur jung und unfassbar reich, er ist auch zielstrebig. Was auch sonst? Sein Weg an die Macht ist kurz, steil und schmerzlos. 2015 wird er von seinem Vater, König Salman, zum Verteidigungsminister ernannt. 2017 wird er Kronprinz und verdrängt dafür den designierten Thronfolger, sein Cousin Mohammed bin Nayef. Im selben Jahr sperrt er 200 hochrangige Politiker und Unternehmer in ein 5-Sterne-Hotel ein. Vordergründig. Heilige Scheiße. Oh Gott. Das geht deep. Das geht deep. Ich verstehe den Punkt, den du hast. Aber wenn man bedenkt, dass die Saudis selbst in VW-Konzernen so involviert sind, finde ich das Picken vom Fußball nur noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Study, du hast nicht verstanden, was ich gerade in meinem Punkt gesagt habe. Die meisten Leute wissen es nicht. Die meisten Leute wissen nicht, wo Saudi-Arabien überall investiert hat, wo die überall drinstecken oder sonst etwas. Das, was nicht an die herangetragen wird, finden die nicht heraus. Fußball wird durch öffentliche Medien und weil es vielleicht in deinem Interessengebiet ist, an dich herangetragen, weil du dich für Fußball interessierst. Da kriegst du es mit, da kannst du Scheiße finden. Ganz einfach. Es ist leider Gottes einfach so simpel. Na? Ich geht es um Korruptionsvorwürfe. Others saw it as a way for MBS to eliminate his potential rivals in a quest for power. 2022 wird bin Salman offiziell Premierminister. Doch die Macht des Prinzen ist trotz seines großen Reichtums nicht unumstritten. Er steht vor einem großen Problem. Aber Nikolai, als ob Koulibaly nicht vorher schon genug Geld verdient die hat, Herrschaft dass er das nochmal mitnehmen der saudischen muss. Königsfamilie Am Ende kann jeder, vereinfacht jeder Nein auf sagen. Zwei wichtigen jeder Nein sagen. Der erste stärkt ihre Macht im eigenen Land. Ja. Seit etwa 300 Jahren gibt es eine Allianz zwischen dem Königshaus und einer erzkonservativen religiösen Gruppe, so den Wahhabiten. Der Wahhabismus predigt eine radikale, wortwörtliche Auslegung des Islams. Die saudische Königsfamilie erkennt diese strenge Form des Islams seitdem als einzig wahre Religion an. Im Gegenzug unterstützen die religiösen Eliten die uneingeschränkte Herrschaft des Königshauses. Der zweite Deal stärkt Saudi-Arabiens Wohlstand und Ansehen in der Welt. In the early 1930s, King Abdulaziz agreed a concession with oil pioneers to search for the riches they were convinced lay beneath. Die USA helfen Saudi-Arabien ab den 30ern und 40ern bei der Erschließung und Verwaltung ihrer gigantischen Ölfelder. Sie gründen gemeinsam die Arabian American Oil Company, kurz Aramco. Saudi-Arabien liefert dem Westen fortan Öl. Als Gegenleistung erhält das Land Geld, Waffen und Schutz. Durch diese Handelsbeziehungen erlebt Saudi-Arabiens Elite einen beispiellosen Wohlstand.
Bin Salman will also einerseits mit religiös begründeter eiserner Hand über das eigene Volk herrschen. Gleichzeitig sollen die Türen zum Westen offen bleiben. Er braucht beides, um seine Macht zu erhalten. Die Beziehungen zum Westen waren schon immer angespannt. Doch vor allem aufgrund der Öl- und Waffendeals wird stets ein Auge zugedrückt. Bei der Befreiung der Moschee durch saudische Truppen finden Hunderte den Tod. We are talking about the siege of the Grand Mosque in Mecca. It's the holiest site in the Islamic world. It came under attack from radical Islamists. 10 hours into this ground offensive, oh Mann, Alter. Alles so kaputt. Viel zu wild. We know who planned it and who carried it out. The Biden administration is reviewing Saudi Arabia's connection to the attacks. 15 of the 19 hijackers were Saudi citizens. In one of the biggest mass executions in decades, Saudi Arabia executed 81 men on Saturday. She's accused of aiding dissidents seeking to disrupt public order and warned it was the longest prison sentence ever for a peaceful activist. Der saudische Journalist Khashoggi ist tot. Nach Angaben der CIA hat der saudische Kronprinz die Tötung höchstpersönlich angeordnet. Ja, überwiegend, Nikolai, ne? Gerade erwähnt. Olaf Scholz ist in die Golfregion gereist. Erster Stopp Saudi-Arabien. Schließlich geht es um ein heikles Thema. Eurofighter-Kampfjets. Lange hat Deutschland die Lieferung blockiert. Saudi-Arabien scheint heute integrierter denn je in die Weltgemeinschaft zu sein. Das Land ist seit den 70ern der weltweit größte Erdölexporteur und gibt viel Geld für Waffen und Militär aus. Für den Westen bedeutet das lukrative Geschäfte. Doch die Abhängigkeit des Westens gerät ins Wanken. Oh, das die gesamte ist alles so Welt absurd. Bereitet sich auf die Zeit nach fossilen Brennstoffen vor. Russland zeigt, dass die Strategie Wandel durch Handel scheitern kann. Bin Salman muss seinen globalen Einfluss anders sichern. Und ihm läuft die Zeit davon. Saudi-Arabien soll unter dem Prinzen zu einem wichtigen Global Player werden. Das Zentrum der arabischen Welt. Drehscheibe zwischen Europa, Asien und Afrika. Das Ding ist, da ist halt einfach nichts. Du musst mal überlegen, wie gottlos viel Kohle du haben musst, damit du dir alles zusammenbasteln kannst und alles zusammenbauen kannst, was dir durch den Kopf geht, um einfach in dieser Wüste so zu tun, als wenn du wichtig wärst, unabhängig von diesem Öl. Das ist so absurd. So absurd. Das ist völlig absurd, ne? Ich check's nicht. Ich check es nicht. Vor allem mit den ganzen. Vor allem Fußball ist ja nur eine Sache. Wie vorhin ja einer geschrieben hatte, mit Wrestling. Golf hatte ich das auch schon mitbekommen. Da hat sich ja mittlerweile auch die PGA beugt. Ich glaube, die arbeiten mittlerweile auch Hand in Hand zusammen oder so ein Kram, weil da immer mehr Golfspieler dann, ja, der PGA-Tour den Rücken gekehrt haben und Richtung Saudi-Arabien teilweise auch an Turnieren teilgenommen haben. Dann hat die PGA kurzzeitig gesagt, yo, jeder, der daran teilnimmt, darf bei uns nicht mehr spielen. Ja. Aber einer geht vor, die anderen gehen nach. Ne? Wenn du für 10 Millionen spielen kannst oder für 80 Millionen spielen kannst, dann wird jemand für 80 Millionen spielen. Das ist halt absurd, ne? Das ist halt absurd. Und ich bleib dabei, unter dem Vorbehalt, wenn jemand zu mir sagt, genauso wie mit Koulibaly, wenn jemand zu mir sagt, yo, ich bin nach Saudi-Arabien gewechselt, weil ich will meine Familie davon ernähren und denen eine schöne Zukunft bieten, all good. Mach das, wenn du das so richtig hältst. Ändert aber nichts daran, dass ich vor diesem Spieler per se einfach den, das kann ihm ja scheißegal sein, natürlich wird ihm ja scheißegal sein, einfach den Respekt verloren hab. Wenn er mir erzählt, dass der mit zig Millionen nicht auskommt und das nicht reicht, sondern dann noch eine Null hinten dran kommen muss, dann ist das meiner Meinung nach einfach absurd. Völlig absurd. Wenn du es nicht schaffst, deine Generation oder deine Familie und deine nächsten zwei Generationen mit 50 Millionen oder so ein Kram auszusorgen, sondern es müssen per se 110 Millionen sein, ach come on, bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Setz dich auf den Hosenboden und genieß doch das, was du hast. Übertreib doch nicht die Lage. Ja. Er formuliert die Vision 2030 mit spektakulären Projekten. So sehe ich das zumindest, wenn es um die Fußballer geht. The vision for a new future. Bin Salman investiert gleichzeitig in etliche Unternehmen auf der ganzen Welt. Die Gelder für die gigantischen Investitionen kommen aus dem Public Investment Fund, kurz PIF. Er ist prall gefüllt und wird bis 2030 voraussichtlich der größte Staatsfonds der Welt werden. Allein 2022 fließen über 300 Milliarden Dollar aus Erdölgeschäften in den Staatsfonds.
Doch mit dem Geld werden nicht nur Aktien gekauft und absurde Städte aus dem Wüstenboden gestampft. Apropos Investments und Rücklagen. Die meisten haben leider kein Scheichmoney zum unendlichen Rausballern. Hast du den Überblick, wo dein Geld jeden Monat hinfließt und welches Abo im Hintergrund unnötig Kohle frisst? Finanzguru gibt dir den ultimativen Überblick über deine Finanzen. Oh, du kannst okay. all deine Konten mit der App verknüpfen. Vom Girokonto über die Kreditkarte bis zur Kryptobörse. All deine Wie schaffen die das? Wie viele Leute sind mittlerweile an Simplicissimus dran? Wie schaffst du das? Regelmäßig Videos zu bringen, die mittlerweile alle diese 3D-gerenderten Kram haben. Die benutzen ja keine Stockbilder mehr oder sonst was, sondern das sind ja wahrscheinlich alles komplett eigenerstellte Grafiken mit Cinema 4D oder KI oder sonst irgendwas. Das ist völlig absurd. Völlig absurd. Ohne Witz, das ist gestört. Völlig gestört. So, ja, hier, Finanzguru, juhu. Bin ich raus, by the way. Aber jeder wie er mag. Einnahmen und Ausgaben werden automatisch und übersichtlich sortiert. Überflüssige Verträge und Abos kannst du direkt in der App kündigen. Man unterschätzt häufig, wo überall unnötig Geld abfließt und wie schnell sich das summiert. Über 1,5 Millionen Menschen nutzen die App bereits und sie ist komplett gratis. Weitere Features erhältst du mit Finanzguru Plus. Detaillierte Budgetanalysen, personalisierte Finanztipps und tiefe Einblicke in dein Kaufverhalten. Manage dein Geld smart und check, wo du noch sparen kannst. Als Neukunde kannst du Finanzguru Plus ganze 3 Monate gratis testen. Einfach App downloaden, Konto verknüpfen, auf dem Homescreen auf dein Profil klicken und den Gutscheincode GANG einlösen. GANG? Warum GANG? Wobei Simplicissimus wäre auch ein bisschen schwierig. Da würden die meisten Leute sich verschreiben, mich eingeschlossen wahrscheinlich. Dementsprechend GANG macht es dann natürlich ein bisschen einfacher. Oktober 2021. Der Public Investment Fund kauft den Premier League Club Newcastle United für 373 Millionen Euro. Yassir Al-Rumayyan, ein enger Vertrauter Bin Salmans, wird Vorstand des englischen Vereins. Al-Rumayyan ist auch Vorstand der mittlerweile komplett verstaatlichten Saudi Aramco und neben Bin Salman der wichtigste Funktionär des PIF. Newcastle droht damals der Abstieg in die zweite englische Liga. Im Moment der Übernahme 2021 werden die Saudis von den Fans als Heilsbringer gefeiert. Die unerschöpfliche Geldquelle verspricht rosige Zeiten. Ich bin überglücklich. Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich. Es gibt so Moin, was hältst du davon, dass EA selbst die teuren Tots auf dem PC-Markt verkauft? Mehrere First und Van Dijk, Haaland jeweils exakt derselbe Preis, alle in derselben Minute gelistet, die man nicht über den Markt nach belieben. Wenn das der Fall ist, dann sollen sie das machen. Mir ist das ehrlich gesagt ziemlich egal. Aber unabhängig davon, dass es EA schon sehr häufig in irgendeiner Art und Weise unterstellt wurde, dazu gab es dafür nie Beweise. Aber den Fall, den du jetzt geschildert hast, ist auf jeden Fall nicht das erste Mal. Ob der EA hintersteckt oder Peng, we will never know. Hast du es immer von Seiten aller Machthaber auf Sportwashing betrieben wird und man es als eine Form der wirtschaftlichen Kriegsführung benutzt? Dass Sportler mit viel Geld sich für noch mehr Geld zu instrumentalisieren lassen, sei denn nur ein Zeichen dafür, dass Fußball in der Regel halt weder moralische Instanz noch Quellen übermäßiger Intelligenz sind. So sieht's aus, Damlack. Also vor allem, das ist der Grund, warum ich für mich mittlerweile vor ein paar Jahren schon damit abgeschlossen habe, wenn immer noch Leute damit um die Ecke kommen und sagen, dass es bei Fußball noch Romantik gibt oder dass eben bestimmte Vereine in irgendeiner Art und Weise selbstständig bleiben sollen und dass das die Zukunft ist, dass man das schaffen kann, etc., etc. Es ist nearly impossible. Du bist einfach mittlerweile ein Unternehmen, was sauber geführt werden muss. Da kannst du nicht mehr jeden Hans und Franz und Ex-Spieler in irgendwelche Positionen stecken, in der Hoffnung nach dem Motto, mit einem kleinen Gehalt, ja, dass der einfach nur ein bisschen seinen Job macht, sondern da darf kaum noch Fehler gemacht werden und jeder Fehler kostet dich doppelt und zehnfach Geld, weil andere Leute oder in dem Moment auch dein Standing in der Liga, gegebenenfalls ein Abstieg und alles drum und dran, weil andere machen es halt doppelt und zehnfach besser und haben Investoren dann alles drum und dran und kriegen das dann halt easy peasy lemon squeezy ausgeglichen. Es ist bodenlos, aber das ist die Zukunft des Fußballs. Es geht nicht mehr anders. Aus der Schlinge kommt man nicht mehr raus. Da hätte die FIFA irgendwann einen Riegel vorschieben müssen, aber die haben dann natürlich kein Interesse dran und dementsprechend ist das Kind im Brunnen gefallen. Inwiefern macht es den großen Unterschied, ob ich Audi, Telekom, Mercedes oder eben Aramco auf dem Trikot stehen habe? Feinste deutsche Doppelmoral. Aber es geht auch primär darum, dass wenn zum Beispiel wie jetzt hier Newcastle komplett aufgekauft wird und oder auf der anderen Seite
die Spieler nach Saudi-Arabien wechseln. Dass es Leute gibt, die einen Trikotsponsor per se als Fan kritisieren und sagen, wir finden das kacke, dass da irgendjemand saudi-arabische Sponsor aufs Trikot gedruckt wird oder so ein Kram, ist doch deren gutes Recht, das ist doch völlig in Ordnung. So, da spricht doch nichts gegen. Da spricht doch unterm Strich nichts gegen. Aber für mich sind das zwei riesige unterschiedliche Paar Schuhe, ne? Ob das ein Trikotsponsor ist oder siehe das, worüber wir hier jetzt gerade reden. Und die freuen sich ja gerade sogar noch alle von Newcastle. Warum? Weil die in einer Notsituation sind. Newcastle steht so beschissen da, dass jemand kommt, den die Hand reicht und sagt, hey, komm, ich möchte nur so und so viele Anteile haben, aber danach wird alles besser. Und die sagen natürlich alle ja. Seid dämlich. Aber hängt halt mit Emotionen zusammen, ne? Dass man sich da hinstellt und sagt, richtig geil, finde ich gut, ist eine Vollkatastrophe. Positive Auswirkungen aber wurde durch dies. Den Kauf der Saudis. Wir lieben kannst es. Du nicht. Next year championship is for Newcastle. Ah, it's unbelievable. Like, just look, it's unbelievable. Such a sick feeling. Keine zwei Jahre später spielt der Verein auf europäischem Top-Niveau. Now, for the first time in 20 years, Newcastle fans will be watching their team in the Champions League. Aber lieber mit ihrer absteigen als Geschäfte einzugeben, meiner Meinung nach. Ja, aber mach das nochmal oder sag dasselbe nochmal, wenn du irgendwann ein Millionen dotiertes Unternehmen bist und alles drum und dran. Und ganz hart gesagt, du hast die Möglichkeit, mit Geld, was von außerhalb kommt und was ein bisschen dreckig ist, dein Unternehmen über Wasser zu halten, die Mitarbeiterplätze zu safen, alles drum und dran und selber deine Zukunft natürlich ein bisschen abzusichern oder du gehst halt insolvent. Da werden 99,5% wahrscheinlich der Leute sagen, hier, ich habe einen großen Sack mitgebracht, schmeiß mal rein den Lachs. Moralisch verwerflich, aber jeder ist seines Glückes Schmied, ne? Jeder kann Nein sagen. Takt einer gigantischen Sportoffensive des Kurses. Nein zu sagen ist immer einfach, wenn man nicht in der Situation steht. In die Formel 1 das ist ja nun mal leider Gottes einfach so. In den Golfsport und den Fußball. Football, F1, sagen, ich würde nicht, ist immer einfacher, aber wenn jemand ankommt und sagt, hier willst du 100 Millionen haben? Seit 2021 hat der PIF über 6 Milliarden Dollar in Sport investiert. Das meiste davon fließt Milliarden. In den Fußball. Saudi Arabia's enormous resources, that is sloshing oil money, enticed Cristiano Ronaldo of Portugal, a generational star, to play for a team in Riyadh. Anfang 2023 wechselt der fünffache Weltfußballer des Jahres Cristiano Ronaldo überraschend in die Saudi Pro League. Sein Jahresgehalt bei Al Nassr beläuft sich auf 200 Millionen Dollar pro Jahr. Alter, das ist so absurd, ne? Ich hatte die Zahl schon gar nicht mehr im Kopf. Ich dachte, das wäre 80 Millionen oder so ein Scheiß. 200 Millionen! Dass er da einfach ein bisschen rumkickt. Oh, das ist so gestört. Selbe Geschichte wie RBL. Sehe das Problem nicht. Das ist auch okay, Jonka. Aber nur weil du das Problem nicht siehst, heißt es ja nicht, dass es nicht für andere Probleme sein kann. Ne? Deswegen sind wir ja wieder bei der emotionalen Bindung und allem drum und dran. Das, was ich eben gesagt habe. Ich will mich jetzt auch nicht großartig im Kreis drehen oder da jetzt ein großes Fass aufmachen wegen Leipzig. Ich habe per se mit Leipzig und der Struktur erstmal wieder feinen Stand ist und alles drum und dann auch die haben in 50 Jahren Tradition. Habe ich kein super großes Problem mit, weil ich bin für mich damit im Reinen. Das ist die Zukunft des Fußballs. Es geht nicht mehr anders. Womit ich aber ein großes Problem habe mit Leipzig, ist die Art und Weise, wie sie hinter verschlossenen Türen die Spieler hin und her schieben und anfangen auf dem Markt auch noch Scheiße zu bauen. Mit, wir haben 7 Clubs, die alle irgendwo miteinander verknüpft sind. Spieler A wird nach Spieler B verkauft, der wird dahin verliehen, hier wird jemand hingezogen um dies und das und jenes. Ja? So, damit habe ich zum Beispiel ein viel größeres Problem. Aber auch da wieder, das muss jeder für sich entscheiden. Jeder muss gucken, was er okay findet, was nicht, was er kritisiert etc. Wenn jemand, wenn jemand hingeht, der seit 70 Jahren Fußballfan ist und sagt, das ist Katastrophe und das betrifft ihn emotional und er findet das scheiße und er will das nicht, habe ich dafür vollstes Verständnis. Ich will mich da nicht hinstellen und sagen, wie kannst du nur? So, das ist doch sein gutes Recht, ist doch nichts bei. Die bestbezahlten Spieler der Bundesliga verdienen knapp über 20 Millionen Euro pro Jahr. In England und Spanien ebenfalls. Völlig gestört. Der Wechsel wird von vielen belächelt. Doch im Sommer ziehen dann etliche Fußballer nach. Karim Benzema, N'Golo Kante, potentially Bernardo Silva, Sergio Ramos, Riyad Mahrez, Ruben Neves. From Cristiano Ronaldo to Karim Benzema, to N'Golo Kante and now to Neymar. Die saudische Liga gibt 2022 knapp 43 Millionen Euro für Spieler aus. Ein Jahr später sind es fast 1 Milliarde. Nur die Premier League investiert mehr. Alter!
wo die Premier League investiert. 3,1 Milliarden, gar kein Problem. Heilige Scheiße. Premier League, einfach Farmers League, kannst dir nicht ausmalen, ne? Und dann schaffen die es nicht mal ins Halbfinale zu kommen von der Champions League. Saftliga, ey. Oh, das kannst du nicht ausmalen. Das wird auch noch ein riesiges Problem. Es ist ja jetzt schon ein riesiges Problem, aber das wird auch nur noch größer. Kannst du nicht aus... Das ist... Oh, keine Ahnung. Es tut so weh. Es tut so weh. Ah, egal. Investiert mehr. Gleichzeitig richtet Saudi-Arabien so gut wie jede Großveranstaltung aus, die sich für Geld kaufen lässt. Ja. Saudi-Arabia has been taking over the beautiful game since around 2018. For example, the Italian Super Cup has been hosted in Saudi-Arabia since then. And then a year later, the Spanish Super Cup started being hosted in the kingdom as well. Ja, auch Katastrophe. Etliche Kampfsport-Events finden mittlerweile in Saudi-Arabien statt. Erst vor wenigen Monaten hat der PIF das jahrzehntelange US-Monopol im Golfsport zerschlagen. Die PGA-Tour fusioniert mit der saudischen LIV-Tour. Soweit ist es. Wie gesagt, Chat, ich kann es euch nur empfehlen. Ich kann es immer wieder sagen, Sportdokus und generell Dokus für mich auf Netflix A und O. Ich habe mit Golf nichts am Hut, aber The Swing gibt es mittlerweile 2 Staffeln von. Sehr gute Doku auf Netflix über Golf. Sehr gut. Und da ist das auch ein Thema. Alles, weil das parallel passiert, die begleiten halt Golfer über einen gewissen Zeitraum hinweg. Und da wird das auch gerade Thema. Und da war es noch zu dem Zeitpunkt mit PGA sagt, Leute, die da Ja sagen und die da hingehen, dürfen bei uns nicht mehr dran teilnehmen. 1,5 Jahre später oder 2 Jahre später, jo, wir sind jetzt fusioniert. Warum? Weil die keine Chance haben. Du hast keine Chance. Egal, was du an Geld bietest, egal, was du an Geld zur Verfügung hast, die haben immer eine Null mehr. Und wenn es sein muss, 2 Nullen. Vielleicht auch noch eine dritte Null. Und spätestens dann hast du verloren. Es ist absurd. Es ist absolut absurd, wirklich. Ich check. Größte Sportevent der Welt soll ebenfalls im Königreich ausgetragen werden. Es macht mich so sauer. Hier wird voraussichtlich die Fußball-Weltmeisterschaft 2034 stattfinden. Er ist sich da schon sicher, auch wenn es die offizielle Wahl noch nicht gegeben hat. Auf den ersten Blick wirkt all das wie ein riesiges Verlustgeschäft. Saudi-Arabien gibt viel mehr Geld aus, als es einnimmt. Doch auf den zweiten Blick lohnen sich die hohen Investitionen. Für mich ist Saudi-Arabien das Katar 2.0 oder 4.0. Das ist Markus Harm. Er ist Sportjournalist beim ZDF und Experte für Korruption im Sport und in Sportverbänden. Seine investigativen Recherchen haben unter anderem zur Ablösung von Sepp Blatter als FIFA-Präsident beigetragen. Oh, stark. Aktuell befasst er sich viel mit Saudi-Arabien. Die haben einen Staatsplan dahinter, die wollen den Fußball nutzen, um nicht den Fußball groß zu machen, um es ganz simpel runterzubrechen, sondern es ist einfach ein weiterer Versuch der autokratischen Führer des Landes, die miserable Menschenrechtsbilanz hinter den vergoldeten Vorhängen des Fußballs zu verstecken. Okay, also in etwa mehr oder weniger so wie das, was ich vorhin auch gesagt habe, was ja auch öffentlich bekannt ist. Es ist ja nicht so, dass ich da jetzt irgendwas durchgeblickt habe, was kein anderer gesehen hat oder so ein Kram, überhaupt nicht, sondern, ja, es ist klar, der hilft ja nur Boykott der Fans, ja. Und das ist eigentlich, es ist halt so beschissen, genauso wie auch die Ticketpreise, die erhöht werden und ganz andere Sachen, die auch im Fußball passieren, was ja auch alles beschissen ist, manche, ne, wie jetzt auch zum Beispiel mit der DFL, wo die da ja auch die Rechte verkaufen wollten, alles drum und dran. Theoretisch gesehen, man hat es ja an Corona gesehen, wenn man dem Fußball wirklich schaden wollen würde, und das kriegen die meisten wahrscheinlich nicht übers Herz, weil es dem Verein, mit dem sie emotional verbunden sind, halt wirklich schadet, ist, wenn die Fans sich den Scheiß nicht mehr geben. Wenn von einem auf den anderen Tag urplötzlich in der Bundesliga, und das wird niemals passieren, das ist halt hätte Fahrradkette, auf einmal alle Stadien leer wären in der Bundesliga. Das würde irgendwann richtig wehtun. Richtig, richtig wehtun. Aber No chance. Eine WM oder die Olympischen Spiele sind Gipfel für ausländische Staatschefs. Sportevents eignen sich gleichzeitig extrem gut, um das Ansehen eines Landes international aufzupolieren. Der Glanz einer Veranstaltung oder eines Spielers kann ein sonst schmuddeliges Image überstrahlen. Ronaldo hat mehr als 600 Millionen Follower auf Instagram. In seinen Posts äußert er sich nur positiv über das Königreich und den Kronprinzen. Katastrophe. Es gibt keine kritischen Statements oder Posts zur Unterdrückung von Frauen oder Homosexuellen in dem Land. Ronaldo und seine Partnerin sind nicht verheiratet.
Unverheiratete Paare dürfen laut saudischer Rechtsprechung eigentlich nicht zusammenleben. Für Cristiano... Man kann ja mal Ausnahmen machen. Man kann ja mal Ausnahmen machen. Weil Cristiano Ronaldo, den zahlen wir schon 200 Millionen. Der hat 600 Millionen Follower auf Instagram. Da kann man auch mal kurz ein paar Gesetze biegen und brechen. Gar kein Problem. So dreckig. An Ronaldo wird aber eine Ausnahme gemacht. Neymar kriegt bei Al-Hilal ein üppiges Gehalt von knapp 100 Millionen Euro pro Jahr. Obendrauf soll er pro positiven Insta-Post über die saudische Liga und das Königreich eine 500.000 Euro kassieren. Doch das ist im Fall von Saudi-Arabien nicht alles. Sport soll die saudische Bevölkerung bei Laune halten. Es geht nämlich auch darum, über den Sport tatsächlich ja so ein bisschen den Menschen Brot und Spiele zu bieten. Das, was man vielleicht mit anderen finanziellen Annehmlichkeiten nicht mehr schaffen kann, versucht man jetzt über die großen Sportveranstaltungen zu schaffen. Also auch eine gewisse Identifikation. Nee, Marc, habe ich nicht gesehen mit den Ticketpreisen. Einfach auch eine gewisse Ablenkung. Dr. Sebastian Sohns ist Islamwissenschaftler und Experte für die Golfregion, insbesondere für Saudi-Arabien. Mehr als 60% der saudischen Bevölkerung sind jünger als 35. Das heißt, wir haben wirklich eine Generation oder mehrere Generationen, die sehr jung sind und die vor allen Dingen nicht mehr so leben und arbeiten können, wie das ihre Eltern gemacht haben. Gerade junge Saudis erwarten vom Königshaus moderne kulturelle Angebote und mehr Rechte. Seit einigen Jahren dürfen Frauen Auto fahren. Sie dürfen... Ich check's nicht. Tut mir leid. Ich check's nicht. Es ist für mich so absurd, dass es Teile auf dieser Welt gibt, wo einfach ganz klar differenziert wird aufgrund von einer Religion oder sonst etwas. Und dann will ich jetzt keinen Fass aufmachen, dass bestimmte Menschen besser sind als andere. Einfach nur, weil ist so. Ich check das nicht, wirklich. Ich bin ja selber, ich kann mit Religion selber nicht viel anfangen. Ich verurteile es nicht oder sonst was, sofern es nichts Radikales ist. Und ich habe Respekt davor, vor jedem, der Religion für sich selber nutzt und daraus Kraft und Energie ziehen kann, der selber durch oder mit Religion darin selber seinen Beistand findet und dementsprechend es schafft, durch schwere Zeiten zu kommen und alles drum und dran. Aber wenn mir jemand erzählen möchte, stell dir mal vor, wie das wahrscheinlich gefeiert haben. Ja, ihr Frauen dürft jetzt auch Auto fahren. Auto fahren, das Banalste der Welt. Mit das Banalste der Welt. Grundvoraussetzung ist halt ein Führerschein. Grüße gehen raus. Meine Freundin darf kein Auto fahren. Ne? Sad life. Das ist absurd. Ich kapiere das einfach nicht. Ich kapiere das einfach nicht. Und jedes Mal, wenn man sich darüber Gedanken macht, tut es so weh. So unfassbar weh. Mann, ey. So eine Kacke. Und ja auch in Saudi? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Unabhängiger über ihren Job und ihren Wohnsitz entscheiden. Und zum Beispiel in Bands spielen. Sie dürfen auch Stadien besuchen. Nein. Es gibt sogar eine Fußballliga für Frauen. Bin Salman kauft sich mit Fußball- und Sportevents den Zuspruch einer jungen, sportbegeisterten Generation. Er versucht einen Spagat zwischen religiöser Tradition und westlicher Moderne. Leider. Zwischen Repression und Leider, Fortschritt. Leider. Eine Art Öffnung leid. Was allerdings wirklich kein Ziel ist, ist in Saudi-Arabien, ist tatsächlich die Oder ist jetzt Fahren verboten? Sie hat keinen Führerschein, habe ich doch gerade gesagt. Ich brauche kein Fahren verbieten. Ich habe es doch gerade gesagt. Sie hat keinen Führerschein. Damit hat sich das erledigt. Also sie kann gerne fahren, aber ich sitze dann nicht mit dem Auto. Und ich will damit nichts zu tun haben. Freiheiten zu stärken. Und das sieht man unter MDL sehr, sehr deutlich. Ich drücke dir die Daumen für deine Rewards. Ein weltoffenes, modernes Volk gefährdet Bin Salmans Machterhalt. Keine Ahnung, Potten-BVB. Je mehr er sein Land öffnet, desto härtere Exempel scheint er zu statuieren. Immer wieder demonstriert er seine uneingeschränkte Macht über das Volk. Unter ihm hat sich die Menschenrechtslage im Land drastisch verschärft. Mohammed bin Salman stützt seine politische Strategie eigentlich auf drei Pfeilern. Gesellschaftliche Liberalisierung, wirtschaftliche Diversifizierung bei politischer Repression. Wilde Worte. Die Saudi Pro League ist natürlich ein neuer Player auf dem Markt und dieser Player hat die Taschen voll Geld und vor dem muss man sich selbstverständlich in Acht nehmen. Die Saudis kommen mit extrem viel Geld, schütten die Spieler mit extrem viel Geld zu, schütten die Trainer mit extrem viel Geld zu. Für europäische Ligen wird es in Zukunft schwieriger, gut bezahlte Spieler zu halten. Gleichzeitig fließen hunderte Millionen Euro in europäische Ligen. Der FC Bayern hat den Stürmer Mané letztes Jahr beispielsweise für 30 Millionen Euro an Al-Nassr verkauft.
Andere Teams hätten vermutlich nicht so viel gezahlt. Trotz Superstars, modernen... Vermutlich nicht so viel gezahlt. Vermutlich. Ja, naja, GG Bayern. Stadien auch und da den kann man es denen verübeln. Bleiben die Einschaltquoten der saudischen Liga gering. Die Liga an sich ist natürlich nicht zu vergleichen mit der Bundesliga oder mit der spanischen Liga oder schon gar nicht mit der Premier League. Das Niveau ist ein anderes, die Stadien sind andere, die Bedingungen sind ganz andere. Es gibt zwar eine Fußballkultur, doch die Stadien sind oft leer. Für viele europäische Spieler ist der Wüstenstaat trotz hoher Gehälter keine Option. Für junge, ambitionierte Talente bietet das Land nur wenig Perspektiven, sich sportlerisch weiterzuentwickeln und mit den Besten zu messen. Die Trainingsbedingungen sind aufgrund der hohen Temperaturen schlecht. Aktuell wechseln vor allem ältere Spieler nach Saudi-Arabien. Sie wollen am Ende ihrer Karriere scheinbar nochmal ordentlich abkassieren. Viele von ihnen sind unzufrieden. Superstars Karim Benzema und Neymar wollen einigen Medien zufolge nach nur wenigen Monaten in Saudi-Arabien wieder weg. Na der Mensch. Fußballer Henderson hat die Liga nach nicht einmal 6 Monaten wieder verlassen. Die Glaubwürdigkeit am Fußball und an den Institutionen des Fußball lässt immer weiter nach und deswegen glaube ich, wird die Regionalität im Fußball immer mehr steigern. Also der Fan in Neukölln wird sich einen Verein in Neukölln suchen und nicht in Al-Ittihad oder in Jeddah. Ich glaube, dass Fans sich mit dem identifizieren, was ehrlich ist, was sauber ist, was ihnen nahe kommt und was ihren Werten auch entspricht und nicht, was die FIFA oder reiche Länder wie Saudi-Arabien an Show produzieren. Ob Bin Salmans Strategie rund um die Vision 2030 langfristig Erfolg haben wird. In Rot, Alisson und McAllister war bei mir genauso Statistik. Und dann beim Dreier Tradable habe ich Rotri bekommen. Ich drück dir die Daumen. Bleibt abzuwarten. Wir hoffen, dass westliche Sportverbände in Zukunft mehr Rückgrat zeigen und sich ihrer Verantwortung bewusst werden. Aber wie? Die saudische Teilnahme an globalen Events sollte ernsthaft an Bedingungen und Mindestanforderungen geknüpft werden. Ein Land, das die Todesstrafe für Regimekritiker und Homosexuelle praktiziert, sollte keine WM austragen dürfen. Ich glaube, dass Saudi-Arabien schon das erreicht hat, was sie erreichen wollten, und das in einem extrem kurzen Zeitfenster. Dann natürlich wollten sie Fußball in das Land bringen, die Saudi Pro League stärken, aber sie wollten primär auch die Fußball-Weltmeisterschaft 34 bekommen. Und ich glaube, wenn die WM dann gespielt ist, auch das sieht man am Beispiel Katar, dann lässt das Interesse natürlich nach. Cheers. Aber lässt es wirklich nach? Lässt es wirklich nach? So, das muss halt jeder mit seinem moralischen Kompass halt ausmachen, ne? Weil jetzt mal ganz ehrlich, ich habe das schon mal gesagt. Ich habe ja auch, und da bin ich mit Sicherheit nicht stolz drauf, und da wird es ja auch ein paar mehr Leute wahrscheinlich auch unter euch geben, von der WM in Katar relativ viel verfolgt. Wir haben ja dann auch im Stream einiges davon gemeinsam geguckt, in Form von Watchalongs und allem drum und dran. Und hands down, das Turnier war von der fußballerischen Qualität und allem drum und dran her unterhaltsamer als neutraler Zuschauer als Russland. Und das war ein Armutszeugnis. Im Best-Case-Szenario wäre das Turnier ein komplettes Desaster gewesen. Im allerbesten Fall. Aber es war es nicht. Russland war das schlechteste Turnier, was ich mein ganzes Leben selber gesehen habe. Solange ich denken kann. Gerade jetzt ab 2006 und so ein Kram halt aufwärts. Und da war leider Gottes Saudi-Arabien nicht beschissener. Das ist alles scheiße. Und man sieht ja auch im Fall von beispielsweise jetzt Newcastle. Na, dass das einfach trotzdem ja funktioniert. Es muss ja nur ein Verein, sobald ein Verein mit dem seidenen Faden irgendwo hängt, kannst du da rangehen, die Hand reichen und die werden alle Ja sagen. Und nicht mit einer Kusshand annehmen, sofern die Liga es zulässt. Und so kannst du doch systematisch Jahr für Jahr theoretisch gesehen immer wieder vorgehen. Das einzig Gute an der Bundesliga ist, dass die Bundesliga todesuninteressant ist. Für Saudi-Arabien oder für sonst irgendwas. Bundesliga ist ja komplett abgesehen von Bayern, ist da ja nichts Großartiges. Leipzig macht sein eigenes Ding. So, Leverkusen und ein paar andere Vereine, da stecken ja schon andere Leute hinter. So ist es nicht, oder Firmen. Ne? Und dann bleibt vielleicht noch irgendwo Dortmund übrig, aber das war es dann ja auch irgendwo.
Nein, wird es nicht. Man sollte die Kampfsportentwicklung in Saudi sehen. Diesen Jahr, in einigen Jahren des Fußballeinkaufs voraus, wird jeder große Boxkampf findet nur noch dort in Jeddah statt. Das wird im Fußball genauso werden, auf kurz oder lang. Es ist zu krass. Es tut so weh, Mann. Es tut so weh. Alles scheiße.